Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Karmesin. Hier zurück in der Paldea-Region werden wir uns zum nächsten Abenteuer begeben. Wir müssen das Portemonnaie dem Arenaleiter von der Karte schauen. Garaposa City. Hier sind wir und wir müssen den Arenaleiter auf dem Markt besuchen. Er ist in Marinedo oder so. Da müssen wir hin. Ja, ich glaube, dass es das Sinn ist, dass wir hier den Herrscher, der Vater der Legende in der Wurzelwüste mitnehmen. Ich weiß es aber auch nicht. Könnte sein, dass der auch zu heftig ist, aber ich denke, wir werden es einfach versuchen. Den Herrscher in der Wurzelwüste. Oder werden wir ihn einfach danach machen? Denken wir mal erst in Ohren, wie wir fahren heute. Und werden uns dann den Herrscher vornehmen. Aber vielleicht sehen wir ihn ja schon, vielleicht können wir mal gucken. Wir müssen ja nicht direkt angreifen oder herausfordern. Stimmt es, dass wir den Ort bei dir wichtig sind? Ich habe einen Klaus geliehen. In einer anderen Region gefahren. Von den Klausen? Schade. Okay, hier kann man auf jeden Fall Paldea verdienen und das normale Verdienen kaufen. Die Lift sind eine große Hilfe. Ja, das kommt ja auch mit den Mopeds runter. Auch mit dem Lift. Die sind noch nicht so viel Liter, also. Also in Deutschland ist das nicht geben. Super schnell in 30 FPS aufgelösten Leute, wie die laufen. Unfassbar gut. Ja, wenn wir mal zum Wurzelwüste gehen. Wir reiten. Ziel haben wir markiert. Dann gehen wir nochmal der Route nach. Machen wir also die Spuren. Das ist ein Chili-Pokémon. Ein Frag. Was denn 20 Jahre? Ich besuche die Akademie schon 20 Jahre. Oh je. So oft müssen wir nicht hingehen. Alexander. Okay, was ist auch denn nicht? Ah, das ist 20. Easy. So war ne? Ja, bald ist es auch soweit. Dann müssen wir eine Karte entwickeln. Dann haben wir hier einen Ball. Dann müssen wir den Ball. Und den. Da kommen wir jetzt raus. Den müssen wir entwickeln. Dazu müssen wir hier was machen. Aber wir finden eine Karte. Wollte ich zeigen. Was ist denn jetzt? Ja, wir machen einfach mal im nächsten Fall nach dem Ohren. Das passt ganz gut. Die Lampen ist doch Stahl und Licht. Da kann man auch eigentlich mit abhängen können mit dem Feuer. Dann können wir dann Brand setzen. Aber wie cool ist das? Ich glaube, die Leute müssen aber einfach mal so das Bild. Famibs hat was Neues erlernt. Knuddler. Ja, Knuddler ist gut. Famibs wollten wir eigentlich. Superzahn. Halbiertesten. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Attacke. Kugelsack. Doppelschlag zu 35. Ja, das ist ein bisschen zu schwach. Auch Famibs wird auf Dauer nicht mehr im Team bleiben. Nicht 20 Jahre umsonst. Ja, gut, weil man einen Kampf verloren hat, also wir haben heute den Kampf leider gekoppelt. Den Sand im Kopf stecken, genau. Den Kopf im Sand stecken. Den Kopf dran. Nein. Okay. Und Gott. Oh, das ist die Straußenkugel. Das ist irgendwie vom Typ Psycho oder so, glaube ich. Das ist auch neu. Sollen wir das vielleicht ins Team nehmen? Schreibt unten mal gerne in die Kommentare rein. Ich werde es einfach jetzt mal fangen. Ich gehe jetzt einfach auch nicht so nochmal.
und dann stück mal ab auf in der Schaute, wie heißt das? Psychopatha. Ob der jetzt hier kommt, oder? Das ist 38 Uhr. Der ist halt nicht so überlandet. Was ist der denn? Wie gehört? Nein, was hast du denn? Auf eine Mütze. Fragen dass die freie Kreativität der Spieler nicht ganz gerne wirklich ausgetobt und sowas im Vorbild. Hört man noch so negativ an. Nein, ich will nicht die Zeit umreißen, wollte ich nicht schlecht. Aber viele Seiten sind sehr gut. Man kann zwar nicht verzeihen, ob man die richtigen Pfähle muss man dann finden. Ich hoffe, dass diese Verteilung und kann man noch viel lieber. Das ist auch mal eine Hammeraufgabe. Sehr schwer. Wenn man zeitlich irgendwie noch unterbringen kann, schaffen, werden wir das auch auf jeden Fall machen. Aber erstmal natürlich die Story spielen. Wir sind eigentlich schon weniger zu kosten, das ist man relativ weit fortgeschritten. Ich mache auch nach wie vor noch Spaß. Und das ist mal das Wichtigste. Und dann kann man auch gucken, was Zeit miteinander geht, wenn man überall. Ich werde jetzt wirklich noch zuhauen. Ja. Okay, danke. Bro. Weil die Luft hier und der Schatten einfach. Auch nicht gerade so super nice. Ich hoffe, bei der nächsten Gen ist alles besser. Oder beim nächsten Game. Doppelflügel. Was ist Doppelflügel? Der Anwender trifft das Ziel zweimal hintereinander mit seinen Flügeln und fügt ihm Schaden zu machen. Genauigkeit 90. Ein Angriff plus, okay. Wobei eigentlich der eher spezieller Angriff. Und das ist der eigentliche Punkt, also mein. Kann ja Flügel spielen, ist ja auch mal ganz cool. Er hat sogar die Therapie gemacht, das ist einfach nichts überlassen. Frau Flöcker, 60er, kommt weg. 240, 90er Genauigkeit, ist einfach ganz gut. So. Psychopatha. Strauß-Pokémon, Psycho. Es macht Gegner Bewegungseffekt und mit Psychokräfte über seine großen Augen halten. Im Gegensatz äußeren System brutal. Das gibt ja nicht auch so, als ob das Video aus. Ja, und er kommt ins Team. Und wir verabschieden uns jetzt erstmal von Famips. Ja, Pokémon mit eigenen Beutelschnitte. Ja, und dieses. Oh, da war das immer was man in der anderen Region immer so suchen musste. In der Gala-Region. Das halt sehr selten war. Dafür war es einfach so in der Wüste. Ob das jetzt selten war, weiß ich nicht. Mein Pokédex vollständig. Ich habe auf meinem anderen Switch alle drauf. Und von daher, ich hoffe, ich werde mich gerne übertauschen. Aber es interessiert mich. Also wenn man jetzt den Schein halten will oder etwas besonders machen will, dann braucht man das jetzt nicht unbedingt. Oh, da ist noch ein Item mit dem Text. Zu dick. Hallo. X-Angriff. Naja, wenn man mit. Das sind diese X-Angriff-Verteilung genau funktioniert, aber an sich ist das die Sache. Und dann kann man das verwerten will. Einfach gewiss. Sternschaft. Oh, hier ist ein Igniwor. Kann man ein Ramot aus entwickeln. Ramot ist ein Käfer-Feuertyp. Sehr stark. Speedbomben, okay, nehmen wir mit. Sternschaft. Okay, wenn man Geld braucht, kann man Geld sorgen, dann kann man immer noch diese Sachen in der Wüste sorgen. Ich glaube, die spawnen noch immer danach. Oder Technik, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Und dann findet man den
Weil Baramon ist ein Pokémon, das entwickelt sich sehr spät. Ich hab keinen Bock, da so lange Sachen auf Form und Tiefen haben. Gerade mal was. Können wir schauen. Das hat ihn mal nach vorne ins Team. Das ist mein Lieblings-Pokémon aus genauso wie dieses Geist- und Pflanzen-Pokémon, das man so Erdball, Wüste. Finde ich eigentlich nicht schlecht, also eine coole neue Erfindung. Was anderes, was reingekommen ist, das ist so ein bisschen wie ein Guck mal eben drin, was hier für ein Terra-Kristall ist. Und hier ist ein Bierspitz. Ja, cool. Ich glaube, man muss aber auch nicht mehr. So, one hit out. Wow, 60 Münzen. Das ist gut. Man braucht 999, damit man das entwickeln kann. So, hier ist das Pokémon. Das ist vom Typen Stahl. Zum Hammer. Vor Winter. So, Klopper. Mit Blüten. Die werden auch noch mal mit. Ich hab's gesehen. Aber das ist Quatsch. Ja, wie gesagt, das ist ein Quatsch. Das ist ein ab Level 30 ist. Ah, wir fangen das einfach mal, damit wir haben. Pokémon jetzt einfach mal lesen können. Forgita, ein Schmied-Pokémon vom Typen Fee-Stahl. Er schwingt seinen handgeschmiedeten Hammer, um sich zu schützen. Dieser wird ihm allerdings oft von Pokémon gestohlen, die Metall fressen. Wahrscheinlich Schlurm, ne? Da liegt der Hammer am Deckel. Pokédex einfach dazu geworden. Schön und gut. Noch ein anderer Mund genommen. Sehr schön, was man hier auf dem Weg machen. Also Richtung. Ich habe gerade ein Flat-Dion gesehen. Auch noch eine gute Wahl als Teammember, wie Belter. Joa, die hat auf jeden Fall viel Auswahl von alten und von neuen Pokémon. Ja, darum kann ich halt nicht so. Also das ist in dieser Gen die Uhrzeit und die Zukunftsform. Fußballstachel, Fliegenwater, Fußballball, Das ist kein Pokémon, die Trolle. Ich finde den Kunden jetzt die Ecke. Oh, was ist denn hier? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, noch ein bisschen. Dann ist man auch angewiesen, die Pokémon nicht ganz so krass zu überleveln. Wir können ja Olivino nach vorne packen. Hier ist ein Level ein bisschen zurück, dann kriegt er etwas mehr zu tun. Ja, und da ist das Herrscher-Pokémon. Oh, und der Protas ist hier noch. Und Garno wieder, ich hatte ihn. Und da hinten sehen wir. Hier ist der
dann auch nicht so kann. Hier zu leveln machen, aber guck doch mal die Bewegung, die ich gemacht habe, die kann ich jetzt nicht so kennen. Irgendwas mit Zahlen, ne? Riesenzahlen, die kommt immer näher. Schwanzabwurf. Der Anwender setzt seine KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen und täuscht dann den Platz in anderen Pokémon. Okay, sowas wie Delegat oder so ungefähr. Hört sich lustig an, nimm mal was rumzufliegen rein. Passt dann schon. Moped. Ich gehe noch nicht zum ersten Pokémon, okay, noch ein Live für den nächsten Tag an, wenn wir viel gesammelt haben. Das ist vielleicht ein Pokal da im Rohr. Sandstuhl, cool. Das ist DM zu kriegen, nice. Okay, machen wir doch da runter. Ja, mal schauen, wie aber das bringt eine Möglichkeit, die ganze Zeit mehr aus dem Hintergrund drauf. Das ist ein falsches Ende. Let's go! Wir können ja nicht sterben, weil wir gerne Arzt sind. Okay, jetzt ist es Leggy gerade. Wie bei Mutter. Oh! Da ist, wie heißt der? Die Waffe drin? Aber wo ist denn? Kommen wir mit. Ja, wer anhört. Und ich, das war ich, hatte beide Entwicklungen dieser Vision. Ah, oh, Schluchtgeteilter, da kommt schon. Ich muss bei ihm gucken, man könnte davon mal ab, aber das muss ja nicht sein. Ich glaube, dieses ganze Video wird auch eher ein Erkundungsfahrt, weil. Wir sind hier gerade mit Physik von Waffen einsammeln. Das ist die Weiterentwicklung von, wie heißt der Mann? Diese Schweine-Pokémon, was am Anfang wird. Da sind die Visokits, Kronenwild, auch noch ein cooles Fleisch-Pokémon. Das ist der Ringerleiter. Das ist ein verrückter Kennermann. Okay, Story geht weiter. Mein lieber Scholl, das glaube ich einfach nicht. Egal wie sehr die Meereskrise auch zusetzt, es fühlt einfach nur darauf los. Da fehlen glatt die Worte, was auch einziges tun kann. Okay. So, jetzt aber nichts wie auch zu machen. Ich habe immer noch nicht bemerkt, dass er seine Geldbörse verloren hat. Und die Verständigung unserer Charakter ihn nicht aufhält und sagt, ey Junge, wir haben noch was von dir. Dann will er doch klauen. Und wir werden schon wieder vielleicht. Wir werden gleich was im Rahmen von der Bombe bekommen. Ja, jetzt aber zu den Tanzen. Wie nennen wir den Part Expedition? Oder die Zahlen oder was? Wäre doch offensichtlich. Ich weiß nicht. Okay, jetzt haben wir natürlich die Vorteile. Das ist
irgendwas noch selber machen. Erstmal Traumfreund mal kommen. Ich hab nur einen gewonnen. Das wäre nicht gelegen. Ja, der Knirps ist. Du bist ja voll cool, Dodo. Ja, und du bist irgendwie cool. Ja, und anscheinend sieht man auch in der Oberwelt. Die mixen aber nicht mehr so auf wie bei den Arzten. Die sind so gut, weil ich hab's selber so. Einmal, wenn ich in den Weißen, die neuen, 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 habe ich zumindest beim privaten Spieler mal gedacht, ich bin ja noch in der Play angefangen, ich habe die erste Karte live aufgenommen und dann die Karte und auch in der Karte und da habe ich natürlich gedacht, Attacken drauf und die nochmal auf den Elektro wieder. Das war aber nichts. Gib mir deine Kohle und tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht in der Expedition und in der Wüste. Ja, ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, das als Titel dann wohl zu nehmen. Und deswegen habe ich noch eine Liste auf die Zukunft, als die Sali, die skurrile Pokémon. Und wenn ihr gefallen und im nächsten Part werden wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut und ciao.